Orchideen können in der Pflege echte Diven sein. Wenn man sie aber dann richtig pflegt, dann belohnen sie einen natürlich auch mit einer wunderschönen und exotischen Blüte. Und eine wichtige Pflegemaßnahme ist eben das Umtopfen und ich zeige euch heute in diesem Video, wie das funktioniert. Bevor wir jetzt loslegen mit dem Umtopfen, möchte ich ganz kurz noch die Frage klären, wann man am besten Orchideen umtopft. Das macht man in der Regel so alle 2 Jahre und im besten Fall nicht zwischen Oktober und Februar, weil der Lichtmangel dann einfach nicht so ideal für die Orchideen ist. Falls eure Orchidee aber schon, also wenn ihr seht, dass das Substrat schon so richtig zusammengesackt ist, dass es wirklich so eine schmierige Oberfläche hat, sogar einen Algenteppich bildet oder im schlimmsten Fall sogar von Schädlingen befallen ist, heißt es natürlich nicht irgendwie 2 Jahre warten, sondern dann wirklich auch sofort umtopfen. Jetzt zeige ich euch erstmal alles, was wir benötigen, um eben eine Orchidee umzutopfen. Und das erste ist, dass wir eben so einen durchsichtigen Innentopf brauchen. Auch aufpassen auf jeden Fall, dass der Abflusslöcher hat. Und warum ist dieser Topf durchsichtig? Das ist so, weil Orchideen sind eigentlich Aufsitzerpflanzen. Die nennen sich auch Epiphyten, sozusagen der Fachbegriff dafür. Das heißt, sie wachsen eigentlich in ihrer natürlichen Umgebung eben auf anderen Pflanzen drauf. Und das bedeutet, dass ihre Wurzeln sozusagen immer freiliegend sind, zum Teil auch. Und deswegen können Orchideen tatsächlich auch mit ihren Wurzeln Photosynthese betreiben. Und das erkennt man daran, dass sie eben auch manchmal leicht grün gefärbt sind. Und genau, deswegen braucht man auf jeden Fall einen durchsichtigen Innentopf. Der hat tatsächlich auch noch einen Vorteil für uns. Und zwar können wir daran erkennen, wann die Orchidee gegossen werden muss. Wenn eben sie nicht mehr, der Topf nicht mehr beschlägt, dann heißt es, es ist Zeit zum Gießen. Wenn er noch beschlagen ist, auf gar keinen Fall gießen. Aber das ist nur so ein kleiner Tipp am Rande. Dann benötigen wir spezielle Orchideenerde. Es ist super wichtig, dass ihr keine normalen Blumenerde verwendet. Weil eben Orchideen, wie ich ja eben gerade erklärt habe, eben Aufsitzerpflanzen sind, haben sie eben einen besonderen Anspruch und die Erde eben ist besonders luftig. Das ist schon mal sehr gut. Sie ist nährstoffarm und sie speichert einerseits sehr viel Wasser, aber gleichzeitig trocknet die Oberfläche sehr schnell und das kommt halt, das ahmt sozusagen den idealen Standort für Orchideen in der Natur nach. Deswegen achtet da auf jeden Fall drauf. Dann braucht ihr einen Übertopf eurer Wahl, natürlich auch so möglichst hell auch gut. Eine Sprühflasche mit Wasser, dann haben wir hier Kohlepulver. Genauer, was es das damit auf sich hat, erkläre ich euch gleich. Wir haben hier ein sehr scharfes Messer, was mit Alkohol desinfiziert wurde bereits. Und hier eben 2 Orchideen. Wir werden diese hier umtopfen, da jene eine Blüte hat und man soll Orchideen eben nicht umtopfen, wenn sie gerade blühen. Wenn man das dann doch tun muss, weil zum Beispiel ein Schädlingsbefall vorhanden ist, dann muss man die Blüte abschneiden. Genau. Wir brauchen auch noch eine Schere, das erkläre ich euch aber auch gleich, wozu wir die brauchen. Und jetzt können wir aber wirklich gleich loslegen mit dem Umtopfen. Und dafür nehmen wir erstmal ein bisschen von der Orchideenerde und füllen die in den Innentopf. Und hier sieht man schon ganz gut, wie grob die ist. Und das ist eben ideal geeignet für die Orchideen. Und ich glaube, da sieht man auch nochmal sehr gut den Unterschied zu herkömmlicher Blumenerde, die man wirklich nicht verwenden sollte. Jetzt ist natürlich auch ein guter Punkt, den ich noch gleich mal erklären kann. Und zwar mögen die Orchideen das wirklich, wenn das Substrat sehr locker ist. Und um das zu erreichen, tun wir hier kurz so ein bisschen aufstoßen. Das heißt, so verteilt sich das Substrat schön gleichmäßig und ist aber auch schön locker. Und auch ganz wichtiger Punkt, wir drücken auf keinen Fall die Erde an bei Orchideen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. So, jetzt können wir uns hier auch unsere Orchidee schnappen und vorsichtig mal hier rausnehmen. Hier sehen wir auch, dass wir hier natürlich auch einen durchsichtigen Innentopf haben. Und zur Vorbereitung des Umtopfens ist es super hilfreich, wenn ihr die Orchidee vorher gut gegossen habt, eventuell sogar 2 bis 3 Stunden in ein Wasserbad gestellt habt, dann lässt sie sich wesentlich leichter aus dem Topf lösen. Allerdings werdet ihr jetzt auch sehen, dass unsere Orchidee hier durch die Abflusslöcher bereits ihre Wurzeln, jetzt sieht man auch ganz schön, wie grün die durch die Photosyntheseleistung hier sind, genau, also sie hier durchgewurzelt sind. Und jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem in dem Sinne, dass wir sie nicht einfach mit Gewalt hier rausreißen aus ihrem Töpfchen, sondern dass wir den Topf einfach aufschneiden werden und die Wurzeln so befreien, weil sie wirklich ganz empfindlich sind und die Orchidee sonst wirklich Schaden nehmen kann. Und das ist jetzt erstmal der nächste Schritt, den ich mache, bevor ich mit dem wirklichen Umtopfen weitermachen kann.
So sieht es jetzt aus, die Orchidee mit ihren Wurzeln von ihrem Topf befreit. Und was ihr ganz gut wahrscheinlich schon erkennen könnt, ist hier die gesunden grünen Wurzeln, aber auch eben einige, ja, schon wirklich sehr vertrocknete Wurzeln, die einfach, ja, die jetzt entfernt werden können. Und dafür verwendet ihr ein Messer, wirklich möglichst scharf. Und das müsst ihr vorher mit Alkohol desinfizieren, weil Orchideen wirklich, wirklich sehr, sehr empfindlich sind. Und wir haben ja hier auch Aktivkohle. Wenn ihr die relativ nah an der Pflanze abschneidet, könnt ihr auch die Spitze des Messers in die Aktivkohle tunken und das so ein bisschen an die Wunde sozusagen an der Orchidee dran machen. Das wirkt eben auch desinfizierend für die Pflanze. Ja, und jetzt schnappe ich mir das Messer und fange an, einfach die vertrockneten Wurzeln hier einfach abzutrennen. Ganz vorsichtig. So sieht die Orchidee jetzt aus, nachdem ich die ganzen Wurzeln entfernt habe. Hier seht ihr mal, sind die ganzen alten Würzelchen. Diese Orchidee, nur um es kurz zu erwähnen, wurde 4 Jahre lang nicht umgetopft, deswegen ist es relativ viel. Jetzt seht ihr auch, dass hier das ganze alte Substrat rausgerieselt ist, während wir das gemacht haben. Alles an Substrat, was jetzt noch in den Wurzeln hängt, lasse ich auch einfach dort, weil jetzt das gewaltsam da irgendwie rauszuziehen, würde der Pflanze wahrscheinlich mehr schaden. Und jetzt ist es eben an der Zeit, dass sie in ihren neuen Topf kommt. Und ich setze sie jetzt erstmal wirklich auch ganz behutsam und vorsichtig hinein. Und jetzt nehme ich das Zelle Orchideenerde und fülle die sozusagen hier einfach rein und lasse sie so wirklich runterrieseln. Es ist super wichtig, dass wir die Erde hier auf keinen Fall andrücken, sondern wirklich es ganz luftig locker einfüllen und dann auch gleich nochmal immer mal wieder so aufstoßen, dass sich das Substrat schön gleichmäßig verteilt. So sieht das Ganze jetzt aus mit dem frischen Substrat und ich lasse sie jetzt noch mal ein paar Mal so aufstoßen, damit sich eben die Erde schön gleichmäßig verteilt. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir nicht sofort gießen und dass ihr auch nicht düngt erstmal. Also mit dem Gießen warten wir so 5 Tage und mit der Düngung so 3 bis 4 Wochen. In der Zeit, wo man noch nicht gießen darf, kann man halt mit so einem Wassersprüher eben die Orchidee besprühen. Und ja, jetzt ist sie umgezogen in ihr neues Zuhause und wird demnächst dann auch schon wieder gesund anwachsen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr wisst jetzt, wie ihr eure Orchideen am besten umtopft. Wenn ihr mehr zum Thema Orchidee erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall bei uns auf der Webseite vorbei. Da findet ihr alle möglichen Informationen. Und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich aufs nächste Mal.